Aber das läuft jetzt schon schön schnell. Weil wir hier auch mal volle Power geben. Okay, eins haben wir schon mal erfüllt. Boah, 12 Pakete können wir verkaufen. Oh, schade. Zwei haben uns jetzt gefehlt. Für Gold. Naja, gut. Hey. Schade. 13 Sekunden drüber. Hä? Bestime 5,44. Das heißt, die haben selber nur Silber geschafft. Hä? Die haben selber eine Bestzeit für Silber nur gehabt. Wie soll man dann Gold schaffen? Ich meine, das war bei uns knapp. Aber trotzdem. Na? Trotzdem ist das irgendwie komisch. Boah, 50 und 10.000. Ja, die Kuh müssen wir verkaufen. Und einen Huhn auch. Brauchen wir nicht. Krass. Hau ab. So, jetzt kommen wir mal hier. Ach scheiße, wir hätten mal direkt immer mal so machen können, ne? Nein. Wow. So, komm. Gib mir... Nur die Frage, ob das dann so gut ist, ne? Denn, das ist auch immer gefährlich, sowas zu machen. Denn, ja, so ein Lager ist ja dann schon ganz schön schnell voll, ne? Verdammten scheiß Bären, ne? Schon wieder ein Schwein weg. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn man ein Schwein verliert. Denn das geht ganz schön ins Geld, ne? Und 10.000 müssen wir ja auch noch verdienen. Wobei, ich denke mal, dass das das kleinere Übel ist. Dup, 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 dum. Okay, das kann dann nochmal wieder weg. Und dann kommen wir nochmal... Hey! Das sind ja dann erst 20, ne? Warum ist jetzt,
Okay. 24 haben wir jetzt noch. Hui. Das war jetzt gerade knapp, sehr knapp. Um das mal so zu erwähnen. Boah, Schweine, gib mal bitte ein bisschen schneller essen. Gut, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Upgraden können wir nichts. Außer mal ein paar Schweine kaufen. Weil wir brauchen... Ja klar, jetzt wo ich Schweine kaufe, ne? Die verdammten Drecksviecher. Schon wieder ein Schwein flöten gegangen. So. Opa, wollte ich eigentlich nicht. Aber einmal 10 brauchen wir noch. Oh ne, das schaffen wir leider absolut mal gar nicht. Zeitlich gesehen. Echt schade. Aber die Schweine geben auch nicht jetzt so irgendwie das Essen, wie man das jetzt hier braucht. Naja, wird dann zumindest Silber. Wenigstens etwas. Obwohl wir ja die Produktion schon stark angehoben haben. Oh, ich hätte gar nicht mehr kaufen brauchen. Doch. Das schon kommen. Obwohl, doch, Silber ist drin. Ah ne, ich hätte doch noch das holen müssen. Ja. So. Hui! Naja, Silber. Ich bin mal gespannt, wie hier die Bestzeit ist. Ah ne, hier haben sie es schneller geschafft. Was braucht man denn hierfür? Separator. Oh, wir kriegen jetzt was mit Kühen. Packing Street 8. Zweimal Sahne. Aha. Zwei Sahne brauchen wir und das sind 2 Minuten. Wie soll das denn funktionieren? Zwei Sahne? Wow, das war gerade aber... knapp. Wir brauchen ja 10.000 allein schon für das hier. Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Der muss jetzt leider erstmal weg. Ich weiß wie.
Wir versuchen das jetzt mal so und ansonsten machen wir das Level nochmal. Ich habe jetzt 2 Milch. Wir verkaufen nämlich jetzt die Kuh. Die können ruhig runterkommen, die können wüten. Kein Problem. Kein Thema. This is a separator. It products your cream from milk. So, und jetzt müssen wir das hier nur noch beschleunigen. Oh, fuck. Jetzt habe ich leider hier den Bären angeklickt. Zack. Dürfte sogar noch in 2 Minuten so sein. Sitter. So macht man das. Schade, die Bestzeit haben wir nicht geknackt, weil wir diesen blöden Bären eingefangen haben, ausversehentlich. Hä? Ach ja, doch, Gold haben wir ja gemacht, aber nicht die Bestzeit. Ich war gerade irritiert. So, was haben wir hier? Buttermüll. Ah, wir können jetzt Butter herstellen. 5 Sahne, 2 Butter, 2 Kühe. Naja, eine Kuh haben wir wenigstens schon mal zum Start. So. Wenigstens etwas. Und ich denke mal, die 12.500 kriegen wir recht schnell zusammen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel uns so eine Sahne gibt. Ja, die können wir jetzt schon mal wegfahren. Aber das wird schon ein bisschen was sein. Aber nichtsdestotrotz haben wir nur 5 Minuten Zeit dafür. Was würde 1500 gibt eine, ja. Machen wir es erstmal 2. Wir brauchen das hier noch nicht mal schnell zu machen, weil die Kuh lässt sich ja auch hier wieder Zeit, wie im 4. Teil. Kennen wir ja. So, dann kommen die Bären jetzt mal weg und das kommt weg. Das ist schon mal 3300. Das ist schon mal nicht so schlecht. Finde ich jetzt. Ist natürlich auch heftig. Obwohl, ja. Wir haben jetzt 3,8. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch eine zweite Kuh. Na, um auf den Auftrag auszuführen. Aber auf der anderen Seite sollten wir, glaube ich, erstmal die Butter herstellen. Wenn wir das Geld haben. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Weil ich denke mal, wenn Sahne schon 1.500 gibt, dann gibt Butter locker 2.500. Bestimmt. Bestimmt. Und doch, das sollten wir so machen. Die Hälfte haben wir ja schon mal an Geld. Das sind jetzt 3.000, aber das bringt uns leider noch nichts. Okay, dann verkaufen wir die Viecher mal. 3.300, naja. Aber so kommen wir unseren 12.000 immerhin näher. Das ist doch auch schon mal sehr gut.
Wie gesagt, das beschleunige ich jetzt erst gar nicht, weil die Kuh ist ja sowieso recht langsam, was das Ganze hier angeht. Jetzt warte mal hier auf diese Sahne noch ab. Weil das sind dann 3000, das heißt, wir haben dann die Butter, die wir herstellen können. Könnten wir sogar eventuell schaffen, wenn ich natürlich im Bär jetzt genau hier auf eine Kuh plumpst. Das wäre natürlich echt mega assi. Würde ich jetzt als mega assi empfinden, sagen wir mal so. So. This is a buttermill. It products butter from milk. Ah ne, wir brauchen nur die Sahne dafür. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann bin ich auch mal gespannt, was hier eine Butter gibt. Zack. Dann braucht man ja noch eine Kuh. Ich wollte gerade sagen, wir verkaufen die, aber das bringt ja nichts. Die Kuh verkaufen. Das bringt leider gar nichts. So. 2.500 bringt das. Das ist schon mal einiges. Zack. Das heißt, die Hälfte haben wir schon mal. Kuh, geh da weg, geh da weg, geh da bitte, please weg. Du nimmst dir nicht. Meine Kuh hier. 2700. Aber ich musste das jetzt so machen, weil nur die drei Bären losschicken, da bringt einfach nichts. So, dich beschleunigen wir ein bisschen, damit ihr gleich fertig seid. So, dann können wir nämlich wieder Butter herstellen. So, jetzt beschleunigen wir aber. Das schaffen wir leider nicht unter Gold. Schade. So. Das sind nämlich 5000. Schade. Schaffen wir leider nicht unter Gold. Aber naja, wir haben unser Bestes gegeben, weil beschleunigen konnten wir nicht, weil wir sind ja auf die Kuh ja natürlich abhängig. Und selbst die haben das nicht unter Gold geschafft, ne? Wie ihr seht, nur 5 Minuten hatte man. Ne, 5 und 10, ne? Haben die doch unter Gold geschafft. Ne, da muss ich mich korrigieren. Naja, wir sind 11 Sekunden drüber. Aber das ist in Ordnung. Aber das hier müssen wir noch machen. Das heißt Packing Lane 2. 20.000 Gold. Ja. So viele Schweine brauchen wir nicht. 20.000 Gold, ey, leckt mich in die Juppe. 2.000 fahren wir jetzt. Oder bekommen wir jetzt. Viel mehr. Das heißt, wir werden das hier kaufen. So. Nee. Nehmen wir mal so viel und hier kommen noch mal drei Schweine reichen. So. Jetzt nehmen wir hier noch einmal ein bisschen Wasser. Sonst verdursten die nämlich gleich schon wieder. So, dann können wir auch das hier herstellen. Ja, das ist echt nicht ohne hier. In 4 Minuten auch nur. Ich hoffe, wir machen das jetzt hier alles richtig. So, wir werden das natürlich jetzt beschleunigen, damit wir so schnell wie möglich an Kohle kommen. Denn wir können immer nur einen. Sag schnell einen hier verarbeiten.
Im Prinzip braucht man noch nicht mal so viele Schweine. Aber das werden wir trotzdem mal in Angriff nehmen.